Hallo und herzlich willkommen bei Thomas Elektronik in Hamburg. Wir sind euer Fachhändler für gute Unterhaltungselektronik. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Thomas Orlowski und zeige euch heute einen ganz, ganz tollen AV-Receiver, nämlich den neuen Marantz SR7015. In diesem Video stelle ich euch die Key-Features vor. Wir gucken genau auf die Optik, Vorderseite, Rückseite, auf die Anschlüsse, die Unterschiede zum Vorgänger, die Unterschiede zum nächst kleineren Modell. Ich zeige euch die Bedienung mit der App, die Besonderheiten dazu. Wir machen natürlich einen Klangcheck und zum Schluss habe ich noch eine Überraschung für euch. Seid gespannt! Marantz baut ja seit Jahrzehnten exzellentes Hi-Fi, also wirklich gute Stereoprodukte, mit denen sich fantastisch Musik hören lässt. Ist zu einer richtigen Größe im Bereich der AV-Receiver geworden, also Heimkino. Aber hat eben bei den Heimkino-Receiver immer einen besonderen Augenmerk auf eine richtig gute Musikwiedergabe. Ob das auch wirklich stimmt, checken wir natürlich auch. So sieht er nun aus. Richtig schöne Optik, diese geschwungenen Seitenwangen, dann das Bullauge in der Mitte, so Marantz typisch. Zwei gleich große Regler für Quelle und Lautstärke, toll verarbeitet. Ein sehr schönes Designmerkmal und sehr hochwertig gemacht ist diese zweite Frontblende, die sich geräuschlos und sanft öffnet. Dahinter haben wir diese Knöpfe, die wirklich definiert und mit klarem Druckpunkt zu bedienen sind. Ja, werfen wir nun einen Blick auf die Anschlüsse. Vorne haben wir einmal den Kopfhöreranschluss. Hier wird das Einmessmikrofon angesteckt. Dann ist hier der Anschluss für USB-Speichersticks, Festplatten, ein weiterer HDMI-Anschluss und analoge Videoeingänge. Auf der Rückseite findet ihr rechts und links die Anschlüsse für Wi-Fi und Bluetooth-Antennen. Darunter haben wir gleich die digitale Audioabteilung optisch Coax, eine Reihe von HDMI-Eingängen und eben auch der neue 8K-Videoeingang, auf den ich später noch zu sprechen komme. Dann die entsprechenden HDMI-Ausgänge, hier eine analoge Videoabteilung. Hier sind dann die klassischen Hochpegeleingänge inklusive Phono-Anschluss für Magnettonabnehmer. Hier habt ihr dann die entsprechenden Vorstufenausgänge und Lautsprecheranschlüsse. Kommen wir nun zu den Key Features. Der SR7015 hat 9 eingebaute Endstufen an Bord. Mit einer Stereo-Endstufe, einer separaten, könnt ihr ihn zu einem 11.2-System ausbauen. Marantz verspricht 200 Watt pro Kanal. Allerdings nur, wenn ein Kanal betrieben wird. Ich glaube, realistisch ist, wenn alle Kanäle arbeiten, also ihr wirklich 5, 7 oder 9 Kanäle beschäftigt, dass wir dann von 80, 90 Watt Ausgangsleistung sprechen. Worauf die Marantz Leute ganz viel Wert gelegt haben, ist auf eine Klangabstimmung, dass auch Musik in Stereo richtig gut klingt. Neu ist, dass Bluetooth in und out drin ist, das heißt also auch Bluetooth rausstream auf angeschlossene Kopfhörer. Dann ist Dolby Atmos natürlich an Bord, aber auch Auro 3D, DTS:X und das sogenannte Cross-Up-Mixing, EARC, das heißt 8-Kanal-Tonübertragung vom Fernseher auf den AV-Receiver und jetzt auch alle HDR-Formate, HDR, HDR 10+, HDR 10, HLG, Dolby Vision. Neu eben auch jetzt die 8K-Videoverarbeitung 60 Hz, 4K 120 Hz für die Gamer unter euch. Dann diese Begriffsfamilie ALLM, VR, QFT, QMS, die für eine verzögerungsfreie Videoverarbeitung sorgt, für die Gamer unter euch sehr wichtig und beim Umschalten der Quellen keine Schwarzbilder mehr macht. Odyssey MultiQ XT32, die beste und höchstauflösende Odyssey-Einmessvariante. Natürlich das Heos Wireless Multiroom-System, AirPlay 2 an Bord und Rune Ready ist er. Ich bin ja auch ein Freund eher schlichter Optik. Wenn ich einen Film gucke oder Musik höre, möchte ich nicht 1000 Sachen im Display sehen. Für mich hat der Marantz das vorbildlich umgesetzt. Das heißt, im Display selber seht ihr wirklich nur die Quelle und die Lautstärke. Und wenn ihr doch mehr Infos braucht, dann habt ihr das unter der Klappe, wo ihr das Gerät, und das finde ich richtig cool gemacht, nicht nur über den Bildschirm mit der Fernbedienung, sondern eben auch hier direkt mit den Navigationstasten komplett bedienen könnt und alle Informationen habt. Und wenn die Klappe wieder zu ist, ist alles wieder schlicht. Jetzt ist für euch sicherlich interessant, soll ich mir den neuen kaufen oder den Vorgänger? Hier die Unterschiede. Zum ersten einmal der reine Vorverstärkermodus. Jedes der neuen Marantz-Geräte hat einen reinen Vorverstärkerbetrieb. Das heißt, die Endstufen werden auch komplett vom Strom abgeschaltet und können keine Störeinflüsse auf die Vorstufen mehr bieten.
Ihr habt zwei Lautsprechereinmessungen, die ihr abspeichern könnt. Zum Beispiel für zwei verschiedene akustische Verhältnisse. Einmal Terrassentür weit auf, Terrassentür zu. Bluetooth in und Bluetooth out, das heißt eben das Rausstreamen auf die Bluetooth-Kopfhörer. Natürlich das Videothema. 8K 60 Hertz, 4K 120 Hertz und ein 8K Scaler, das heißt alle nicht 8K Inhalte werden auf 8K hochgerechnet. HDR 10 Plus als letzter der neuen HDR Standards mit drin. Wie schon beschrieben, ALLM, VRR, QFT, QMS mit an Bord. Automatische Eingangssignalbenennung macht er jetzt. Er zeigt euch genau die Signalinformationen an, was für ein 4K, was für ein 8K Signal anliegt. Er hat einen neuen Prozessor an Bord, hat einen Bildschirmschoner, ein Video-Info-Display. Er zeigt euch die Firmware an, ohne dass ihr einen Neustart machen müsst. Und ihr habt eine HDCP-Limitierung für ältere HDMI-Zuspieler. Gerade wenn ein älterer DVD-Player, Blu-ray-Player zuspielen soll und es soll keine Kopierschutzprobleme geben, macht das Sinn. Ja, die gleiche Frage, die sich viele von euch stellen, soll ich mir jetzt den 7050 kaufen oder vielleicht reicht mir ja sogar der kleinere Bruder. Hier in aller Kürze einmal die Unterschiede. Der 7015 hat eine höhere Leistung von 200 Watt pro Kanal, wie vorhin schon beschrieben, der 6015 185 Watt. Was sicherlich ein deutlicher Unterschied ist, er hat das, was ich euch schon gezeigt habe, das zweite Display mit dieser vollständigen Menübedienung am Gerät, das hat der 6015 nicht. Dann die 11.2 Signalverarbeitung. Entscheidend aber ist, er hat den größeren Motor. Das heißt, ein leistungsstärkerer Netztrafo, größere Speicherkondensatoren für mehr Dynamik, mehr Kraft und mehr Klangfülle. Zum Lieferumfang des SR 7015 gehören zum ersten einmal natürlich die Fernbedienung, beleuchtet übrigens. Die Wi-Fi- und Bluetooth-Antenne. Dann das Einmessmikrofon. Und was ich super praktisch finde, für das Einmessmikrofon eben dieses Stativ, was in wenigen Schritten aufgebaut ist. Eine Quick-Start-Anleitung, eine vollständige gibt es unter marans.de zum Download. Und die Möglichkeit, die Anschlüsse am Gerät wirklich so zu beschriften, dass es eurem individuellen Setup entspricht. Und last but not least eine Kurzanleitung in wenigen Schritten, wie ihr die Heos-App für den Marans installiert. Aber dazu und zur Bedienung der Heos App komme ich später noch. Ja, schauen wir mal auf die Abmessung des Gerätes. Das ist 44 cm in der Breite, 18,5 cm in der Höhe und 40,1 in der Tiefe. Allerdings wirklich netto, das heißt für Antennen und Stecker kommt natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Die Bedienung des SR 7015 ist auch ganz bequem über die App zu erledigen. Ich starte sie einmal, dass ihr mal seht, wie sie aufgebaut ist. Und hier seht ihr dann auch gleich die Startansicht, die Musikinhalte, die Spotify, Amazon Music, Napster, Deezer, Soundcloud, Tidal, TuneIn. TuneIn ist eben Internetradio. Hier gleich nochmal eine praktische Funktion, weil wir immer wieder von euch angesprochen werden. Ich möchte Internetradio ohne Tablet bedienen. Ihr könnt euch über TuneIn einfach über die Suchfunktion oder die anderen Filter einen Sender suchen. Könnt ihn unter Favoriten abspeichern. Jetzt zeige ich euch mal, unten sind links unten die Favoriten. Dort haben wir jetzt mal ein paar Lieblingssender angelegt. Hier im Norden natürlich auch Sender aus dem Norden. Und wenn wir jetzt auf der Fernbedienung zum Beispiel nach Anwahl eines Senders eine der vier Smart Select-Tasten gedrückt halten, dann speichert ihr euren Lieblings-Internet-Radiosender einfach darauf ab. So könnt ihr also ohne Tablet einfach eure Lieblingssender direkt mit der Fernbedienung aufrufen. Sehr praktische Angelegenheit. Des Weiteren können wir natürlich auch zum Beispiel auf eine USB-Festplatte zugreifen, die ich hier mal angeschlossen habe. Ihr seht es nach Interpreten zum Beispiel, Filtern. Ich möchte euch diesen Workflow einfach nochmal zeigen, dass ihr seht, wie schnell und wirklich zuverlässig das auch funktioniert. Und das Gleiche zum Beispiel geht mit dem Musikserver. Was ich ebenso sehr praktisch finde, ist eine Geschichte, die ich hier für euch einmal zeigen möchte. Hier könnt ihr nämlich eure Geräte aufrufen. Hier könnt ihr zum Beispiel auch den SR 7015 einstellen. Was ich super schön finde, ist die TV-Tongruppierung. Das heißt,
Ihr seid im Haus unterwegs, möchtet aber den TV-Ton vom Fußballspiel nicht verpassen, auch wenn ihr in der Küche seid. Und ihr habt beispielsweise einen Home 150 in der Küche, dann könnt ihr nämlich einfach den Ton sozusagen aus dem Wohnzimmer, den TV-Ton, mit in der Küche laufen lassen, damit ihr auch das Ergebnis eures Fußballspiels nicht verpasst. Super schöne und praktische Geschichte. Ich habe mir einige Stunden Zeit genommen, das Gerät auf Herz und Nieren zu prüfen, habe mir ein paar Filme angesehen, habe mir Musik angehört. Film ohnehin großartig, eine riesen dreidimensionale Bühne, die sich weit bis nach oben erstreckt, gerade mit den Atmos-Lautsprechern und dem Auro 3D, das macht wahnsinnig Spaß. Was mich aber besonders beeindruckt hat, und das ist etwas, was viele Heimkino-Receiver nicht so gut machen, er macht richtig gut Musik. Das heißt Stereo, einfach von Tidal oder von Spotify irgendeine schöne Musik hören vom USB-Stick und es soll richtig klingen. Das ist ganz, ganz toll, wie er das macht. Wenn ihr Fragen habt, eine Beratung braucht, ruft uns an, meldet uns an. Wir sind gerne für euch da. Alle weiteren Produktinfos findet ihr in der Infobox unterhalb diesem Video. Und sollte euch das Video gefallen haben, dann schickt uns gerne ein Like, wir freuen uns darüber. Abonniert unseren Kanal gerne. Und wenn ihr das gemacht habt, wählt auch gerne die Glocke aus, dann bekommt ihr garantiert immer Infos, wenn neue Videos von uns online sind. Bis dahin erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt natürlich die versprochene Überraschung. Ich sage hier schon einmal Tschüss. Und wir blicken einmal in das Innenleben des Marantz SR7015 hinein. Und bis zum nächsten Mal, euer Thomas Orlowski. So, jetzt schauen wir uns endlich das Innenleben mal des SR7015 an. Und das ist schon beeindruckend. Ganz unten am Boden, das werdet ihr jetzt leider nicht sehen können, sind zwei Ventilatoren, die ihm frische Luft zufächeln. Übrigens mega leise. Ich habe sie im Betrieb nicht gemerkt. Dann haben wir hier diese komplette HDMI-Abteilung inklusive der Digital-Audio-Abteilung, die entsprechenden hochwertigen Chipsätze dafür. Hier seht ihr übrigens das HDMI-Kabel, was vom HDMI-Board nach vorne geführt wird, zu den vorderen Anschlüssen. Hier das Flachbandkabel und weitere Versorgung für das Display vorne. Dann natürlich ein richtig amtlicher Netztrafo. Und hier weiter unten unter dem HDMI-Board die dicken Speicherkondensatoren. Das ist also alles schon richtig schön üppig und auch trotzdem aufgeräumt aufgebaut.